Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und heute wollte ich euch mal was vorstellen, was auch dann für unsere kleinen Modellbauer geeignet ist, sozusagen Beginnerbausätze quasi. Und da gibt es von Amati diese First Steps Bausätze. Und da gucken wir uns heute mal eins an, und zwar die Santa Maria im Maßstab 1 zu 100. Und das kleine Schiffchen wird am Ende eine Länge von 28 cm erreichen, eine Breite von 6 cm und eine Höhe von 24 cm. Machen wir mal den Karton auf. Na, so. Und da fällt uns als erstes entgegen die Bauanleitung. Die ist schön bebildert. Kann man dann schön sehen, was man dann hier machen soll. Dann haben wir einen Plan. Den quasi den Segelplan. Hier ganz groß im Maßstab, so wie der Bausatz ist, ne, dass man dann eins zu eins vergleichen kann. Dann haben wir hier den Mastplan und den Tageplan. So, als erstes fängt man natürlich an mit dem Rumpf, und da gibt es hier zwei Halbschalen. Ich denke mal, die sind gefräst. Die haben hier im Mittschiffbereich Löcher, wo dann nachher der Mittelträger hier eingesetzt wird. Da kommen wir dann gleich hier zu diesem Paket. Das machen wir gleich mal auf und gucken uns hier die Holzteile einmal an. So wie das aussieht hier, diese Teile, die sind, das ist lasergeschnitten und ist aus MDF. Das heißt, das ist leicht zu bearbeiten, leicht zu befeilen quasi. So, und hier haben wir dann den Mittelträger und ein Decksteil. Und hier dieser Mittelträger wird dann nachher hier zusammen, ne, hier sind auch Löcher drin, und das wird dann nachher hier später so zusammengesteckt. Und jetzt kann man dann schon mal die Größe von dem Modell erahnen. Ja, das ist auch wirklich was für unsere Jüngsten ist. Dann haben wir hier einmal ein gedrucktes Papier. Jetzt kommt. Und da sind dann die Fahnen drauf, die dann hier ausgeschnitten werden und dann zusammengeklebt werden. Und wie das gemacht wird, steht auch hier schön drauf. Hier ist dann noch der Modellständer, so wie es ausschaut. Den kann man natürlich auch noch ein bisschen farblich gestalten, wie man das dann möchte. Dann haben wir hier diverse Hölzer. Und zwar denke ich mal, ja, das sind dann auch die Masten und Rahen dabei. Dann haben wir hier Segelstoff. Ja, haben wir ja gesehen in dem Plan 1 zu 1 Maß, im Maßstab 1 zu 1, also von der Größe vom Modell her, die Segel. Die kann man dann hier übertragen und dann schön ausschneiden. Jetzt kommen wir hier zu diesem Paket.
So, als erstes fällt gleich ins Auge hier die beiden Anker. Die müssen auch noch zusammengebaut werden. Das sieht richtig schick aus. Was haben wir hier? Ja, diverse. Hier haben wir ein paar Nägel, die wir, denke ich mal, dann gebrauchen können. Dann sind hier, ja, muss ich mir doch noch mal die Brille aufsetzen, zwei kleine Kanonen und zwei Türen schon fertig aus Metallspritzguss, schön detailliert. Dann haben wir hier weitere Türen, ein Rettungsboot. Kann ich ja gleich mal gucken, wie groß das Rettungsboot ist. Das ist ziemlich genau 28,5 mm lang. Und dann ist hier auch noch die Lampe dabei. So, dann haben wir hier die Mastplattform schon einmal fertig und auch eine Gräting schon komplett fertig gebaut. Dann sind hier die beiden Holzfüße nachher für den Schiffsständer. Hier kann das Modell nachher rein, die kommen dann hier rauf und dann hat man einen schönen Schiffsständer. Dann haben wir hier zwei Rollen Garn, einmal schwarz und einmal, ja, noch mal ein bisschen nachwickeln, einmal helles Garn, dann für die Takelage und so weiter. Dann haben wir hier noch ein paar Ösen, ja, wird alles gebraucht nachher. Dann haben wir hier, oh, schicke Wappen. Vier Stück an der Zahl. Mal gucken, ob man die auch noch bemalen darf. Und dann sind hier noch, ja, Blöcke, Knie und Niedergänge. Also ein ganz Teil bei in diesem Beschlagsatz. Ja, das war es dann quasi. Ja, mal gucken, also auf jeden Fall werde ich das auch bauen und euch dann zeigen. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen und dann den Junioren dann mal das zeigen. Und ja, die Santa Maria, ne, die Geschichte mit Kolumbus, die kennt eigentlich jeder. Und auch Kinder sind davon fasziniert, von dieser Geschichte. Und vielleicht kann man den einen oder anderen dazu animieren, dieses schöne Schiff zu bauen. So, packe ich alles mal wieder zurück. Und dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere darauf Lust hat. Und ja, könnt ihr mal ein Feedback geben, ob das für den einen oder anderen auch in Frage kommt, dieses schöne Modell zu bauen. Achso, was ich noch zeigen wollte, hier vorne auf dem Bild kann man dann sehen, hier die Wappen, die werden dann angemalt. Also das wird schon ein schönes Schiffchen. So, auf jeden Fall. Viel Spaß beim Bauen und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und euch hat das kleine Video gefallen. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in.